Ich möchte mal darüber sprechen, was das Allerschlimmste ist, was man diesen Sommer machen kann, beziehungsweise jeden Sommer machen kann. Besonders natürlich bei so einem Wetter, wie da draußen gerade herrscht. Feinster Sonnenschein. Das Schlimmste, was man da machen kann, ist, sich in seinem Zimmer zu verschanzen, sich zubrutzeln lassen von Geräten, die man anhat, also von elektromagnetischen Frequenzen, den Raum abdunkeln, also kein Sonnenlicht und kein Tageslicht halt reinlassen und zusätzlich dazu dann noch sich weiterhin zubrutzeln lassen von unnatürlichem Licht. Das ist das Allerallerschlimmste, was man machen kann im Sommer. Was man natürlich im Sommer eigentlich machen sollte, ist so viel Zeit draußen verbringen wie nur möglich, so viel Sonne auftanken wie nur möglich, weil man halt den Vitamin D3-Haushalt aufladen muss, weil im Winter ist es dann so. Deswegen gibt es ja diese Winterdepression. Ja, das kommt daher, dass viele dann halt im Winter einen Vitamin D3-Mangel erleiden, weil im Winter halt wenig Sonne herrscht, aber auch natürlich, weil sie im Sommer dann wenig ihren Vitamin D3-Haushalt aufgetankt haben. Liegt natürlich daran auch, dass viele Menschen vor der Sonne Angst haben und ihren Körper von Kopf bis Fuß mit einer schützenden Creme eincremen. Das Ding ist aber, dass unser Körper mit dem UVB-Licht der Sonne Vitamin D3 produziert. Und was blockiert diese Creme? Diese Creme blockiert 100% UVB-Licht. Deshalb, ich bin natürlich absolut kein Freund von Sonnencreme. Der beste Sonnenschutz ist Schatten. Der beste Sonnenschutz ist Kleidung. Ein langärmliches Kleidungsstück. Eine Kopfbedeckung. Nachdem man so einen Punkt erreicht hat, okay, heute habe ich genug Sonne, dann geht man in den Schatten oder schützt sich mit Kleidung. Da braucht man sich nicht irgendwie mit irgendeiner chemischen, toxischen Creme zu kleistern, die Vitamin D3-Produktion deines Körpers verhindert. So, aber das Ding ist halt, dass Vitamin D3 nicht das Einzige ist. Ich meine, denkt ihr wirklich, dass das Einzige, was die Sonne mit uns und unserem Körper macht, ist Vitamin D3-Produktion anzukurbeln? Natürlich nicht. Die Sonne ist viel, viel mehr als nur Vitamin D3. Die Sonne ist natürlich hier, weil sie einen Grund hat, weil sie Wirkung hat, weil sie Zwecke erfüllt. Wenn sie unnütz wäre, dann wäre sie nicht da. Der Schöpfer hat sie dahin platziert, weil sie einen Grund hat, weil sie eine Wirkung hat, weil sie für uns wichtig ist. Und ich bin der Meinung, dass die Sonne, dass viele Dinge der Sonne und wie sie auf uns wirkt, was sie in unserem Körper macht, ist natürlich noch gar nicht erforscht. Wir denken ja immer, dass wir geben einfach bei Google irgendwas ein, wenn wir eine Frage haben und das, was dann dort steht, das ist dann hundertprozentige Wahrheit. Und ja, aber wir denken nie daran, dass so viel auf dieser Erde wir noch überhaupt nicht wissen, wie es funktioniert, was da abgeht, was mit unserem Körper da passiert. Also ich glaube wirklich, dass auch bei dem Thema Sonne und Sonnenlicht und die Wirkung dieses Sonnenlichts auf unseren Körper und wie wichtig es für unseren Körper ist, da ist vieles noch gar nicht aufgedeckt. Aber zum Beispiel ein weiterer Punkt, was dieses Sonnenlicht und das Lichtspektrum des Sonnenlichts mit uns macht, ist, dass es für unsere Zellen, speziell für unsere Mitochondrien, also die Kraftwerke der Zellen, Sonnenlicht, das Sonnenspektrum, das Lichtspektrum der Sonne, das lädt diese Mitochondrien auf. Das tut ihnen gut. Das macht sie stärker. Und das genaue Gegenteil ist der Fall bei diesem grellen, unnatürlichen Blaulicht, was zum Beispiel in Büros sehr, sehr oft vorkommt, dass dieses Licht, dieses Bürolicht, das schadet deinen Mitochondrien, das schadet deinen Zellen, das macht dich krank. Und deswegen habe ich auch 0,0% Bock. Ich habe das ja in dem letzten Video gesagt, dass ich jetzt wahrscheinlich auf den Hochregalstapler arbeiten muss. Und dieser Stapler ist in einer neuen Halle, riesengroße neue Halle. Und da kommt überhaupt kein Tageslicht rein. Das ist in den anderen Hallen, wo ich jetzt momentan eigentlich hauptsächlich arbeite, ist es nicht der Fall. Da kommt immer mal noch Sonnenlicht rein. Dann fahre ich auch mit dem Stapler immer mal raus. Das ist dort überhaupt nicht der Fall. Dort ist 100% nur dieses unnatürliche Bürolicht. Deswegen habe ich überhaupt keinen Bock darauf, dort dann eingesetzt zu werden. Ja, mal schauen, wie das dann vonstatten geht. Aber der Punkt ist, Sonne ist Leben, Sonne ist lebenswichtig. Natürlich
sollte man ab einem gewissen Punkt dann ja versuchen, beziehungsweise sollte man ab einem gewissen Punkt, wenn man genug Sonne aufgetankt hat und man merkt, okay, für heute reicht's, dann nimmt man halt Schutzmaßnahmen vor, und zwar solche, die nicht toxisch sind und die dir nicht schaden. So viel dazu, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn dem so ist, dann wisst ihr, was zu tun ist. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.